Hallöchen. Hallo. Kommt herein spaziert. Danke dir. Dankeschön. So. Alles gut? Ja, schön, dass du hier. Dankeschön, ja. Ich würde dir gerne eins sehen, manchmal. Ja. Fiona, du musst mir direkt mal eine Sache erklären. Ja? Mach ich doch gerne. Ich hab euch natürlich beide gegoogelt. Ja? Wenn man dich googelt, kommt Fiona Fuchs Schuhgröße. Das ist das Erste. Das habe ich die Tage auch noch gesehen. Ja? Ja. Also die Gemeinde der Fußfetischisten ist größer, als man denkt. Ja, krass. Ich habe auch gedacht, okay, gut, wer es wissen möchte, klar. Und bei dir, wir haben ja auch gerade schon darüber geredet, bei dir steht auch einiges drin, mit 17 bei DSDS. Ja, das stimmt ja auch nicht so ganz. Ist da einiges nee, bei Wikipedia drauf. Ist bei mir tatsächlich alles falsch. Vom Geburtsort bis alles. Naja, gut, man kann nicht alles haben. Aber, ihr habt da vor euch ein kleines Freundebuch liegen. Und eure Seite ist die mit dem Bändchen mit drin. Mit dem Bändchen, wollte ich gerade sagen. So. Genau, könnt ihr gerne einmal aufschlagen und euch gegenseitig die Fragen stellen und drauf losquatschen. Das will ich unbedingt mal ausprobieren. Also früher hatte ich immer so große Sachen, so, ich möchte mal unbedingt falsch im Springen und keine Ahnung was, aber ich glaube, das möchte ich gar nicht mehr. Ich würde tatsächlich gerne mal länger alleine verreisen. Also wirklich komplett alleine und gerne auch mal das Handy zu Hause lassen. Was in dem Beruf ein bisschen schwierig ist, aber das wäre so ein bisschen das, was ich gerne mal wirklich ausprobieren möchte, weil ich weiß nicht, ob ich es könnte, wirklich dann mal einen Monat das Handy wegzulegen. Interessant, auf jeden Fall. Ja, ich glaube, ich würde gerne mal Urlaub machen. Seit ich selbstständig bin, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine Woche am Stück nichts gemacht habe. Also in den letzten zweieinhalb, drei Jahren so gut wie gar nicht. Ich war einmal im Urlaub, aber selbst von da aus habe ich dann ja E-Mails beantwortet, Social-Media-Posts gemacht. Ja. Man muss ja trotzdem irgendwie gucken, dass das Business weiterläuft. Ne? Ich weiß ganz genau, was du meinst. Ich finde sogar, dass Urlaub viel anstrengender ist als zu Hause. Weil wenn man dann irgendwie schöne Kulissen hat und schöne Hintergründe, dann ist man irgendwie viel mehr so, oh, jetzt muss ich hier eigentlich ein Bild machen. Und deswegen meinte ich auch eben, meinen Urlaub zu machen ohne das Handy. Also das ist tatsächlich dann ziemlich ähnlich, sehr cool. Ja. Schafft ihr es, mal so einen Tag das Handy wegzulegen? Könnt ihr das? Gar nicht. Geht nicht. Also warum nicht? Warum geht das nicht? Ich kann es auch gar nicht. Ich habe dann ganz unrationale Ängste. Der innere Druck ist zu groß. Also ich bin doch sehr zielstrebig und übermotiviert in meinem Beruf. Und ich denke, wenn ich einen Tag weg vom Fenster bin, dann verpasse ich irgendwie zu viel. Das ist man direkt vergessen. Das ist so die Angst. So, ich bin einen Tag nicht da, oh Gott, jetzt kennt mich keiner mehr. Ja, also obwohl es total unbegründet ist, aber es ist halt so. Ich steigere mich da einmal rein. Ich denke dann immer an Sonntag, dass ich dann nämlich mein Handy weglege, ich habe irgendeinen Job vergessen und dann hassen mich alle und dann ist mein Lebensende verschuldet. Das ist furchtbar. So, das kann ich besonders gut. Was kann ich denn besonders gut? Ich kann mich sehr gut in andere Menschen reinversetzen, würde ich sagen. Also ich habe eine ausgeprägte emotionale Intelligenz. Ich lerne gerne neue Leute kennen und bin offen für jeden Menschen. Und ich glaube, das ist so ein Talent, was viele Leute nicht haben, was mir jetzt vor allem in meinem Beruf klar geworden ist, dass viele Leute zu wenig Verständnis für andere Menschen haben. Und ich glaube, das würde ich so als eine meiner absoluten Stärken sehen. Ja. Und bei dir? Sehr cool. Also das würde ich jetzt auch so ein bisschen natürlich sagen. Ich glaube, eine meiner größten Stärken ist, ich kann Menschen sehr gut auch einschätzen, aber in die Richtung würde ich eher sagen, so, ich kann sehr, sehr gut verzeihen. Ich bin nie böse oder irgendwas und dadurch passiert mir dann auch eigentlich nie was Böses. Und das ist immer, wenn mich jemand fragt, was deine größte Stärke ist, dass ich niemandem irgendwas übel nehme oder wenn zum Beispiel auch jemand zu spät kommt, dann will ich eigentlich nicht irgendwie hören, so, ja, sorry, dass ich zu spät bin, sondern einfach so, ja, danke, dass du gewartet hast und dann passt es auch, Könnt ihr auch irgendwas richtig Unnötiges richtig gut, so Party-Talente? Also ich kann richtig gut Sachen auf meiner Hand balancieren. Deine Hand balancieren? Krass unnötig, aber das kann ich richtig gut. Ich kann richtig gut das Alphabet rückwärts aufsagen. Oh, das finde ich krass, sowas kann ich gar nicht. Braucht kein Mensch. Nee. Nö, ich kann halt einfach gar nichts. Ich kann gar nichts, das ist auch schön. Ich kann gar nichts, das ist auch schön, ne? Ja. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre das. Unendlich viele Wünsche. Sehr philosophische Frage. Ja, ich finde auch. Also sollen wir jetzt doch hier eine halbe Stunde drüber reden? Mach jetzt einen Schwarz-Weiß-Filter drauf, zurücklehnen und dann geht's los. Ich fände es schön, wenn alle Menschen nett zueinander wären. Oh. Das ist so meine Utopie, aber ich glaube, die wird niemals erreicht werden. Ich würde mir wünschen, dass jeder sich traut, das zu machen, was er will und sich da irgendwie nicht einschränken lässt, sondern jeder seine Träume lebt. Das hast du auch sehr schön gesagt. War es philosophisch genug? Das war, ich fand es in Ordnung. Geil. Können wir machen, oder?
Ja, perfekt. Nee, ja. Alle sind zufrieden. Ja, cool. Da liegt noch eine Kamera vor euch. So, dann sind wir jetzt hoffentlich die Ersten, die das auf First Try schaffen. Oh, du weißt Bescheid, ja. So. In welcher Pose hättest du mich denn gerne? Was ist denn deine Lieblingspose? Ich bin eigentlich immer nur von der linken Seite zu sehen überall, weil das ist meine Schokoseite. Ich würde jetzt aus Gewohnheit irgendwas auf den Knien machen, aber ich bleib mal. Kenn ich. So, 3, 2, 1. Es hat tatsächlich geklappt. Ja. Es war doch einfacher, als ich dachte. Und das war das richtig? Habe ich irgendwas rumdrehen? War bestimmt. Ja, ne? Das muss Spaß bei mir. Ja, ich habe auch eigentlich nur gedrückt, deswegen. Uns wurde gerade so Angst gemacht, dass es so schwierig ist. Ganz geil, wenn sie jetzt in der vorletzten Folge der ersten Staffel die Kamera zerstört, ne? Das wäre super, ja. Ja, ich mach so. Oh. Ja, doch. Wahnsinn. Funktioniert. Oder nicht? Ja, das finde ich bei mir dann auch. Ja, so, dann kann man das machen. Ja, sehr gut. Ja, wir gucken uns später an. So, wieder aus. Gucken uns später an, ob die was werden. Und jetzt gehen wir zum Hotseat. Und der Hotseat heute hat seinen Namen tatsächlich verdient. Habt ihr Bock? Ja, sehr tatsächlich. Ich sehe mich hier so im Herz sitzen. Let's go, komm mit mir. Geil. So. Lisa Küppers. Mhm, das ist richtig. Ich habe hier eine ziemlich lange Liste an Anklagepunkten. Mhm. Und einmal hochgucken. Aha. Naja, man sagt ja, sie Schauspielerinnen koksen alle. Ist das so? Ich würde jetzt nicht sagen, es kokst keiner, aber ich kokse tatsächlich nicht. Nicht am Wochenende, nicht unter der Woche, nicht am Feiertag? Gar keine Drogen, nein. Gar keine Drogen, na gut. Ich schreibe mal auf meistens nicht, ja? Ja, meistens nicht. Mhm. Fiona Fuchs. Fan von Alliteration? Sehr. Mhm. Gut. Sie sind was vom Beruf? Pornodarstellerin. Naja, man muss Träume haben, ne? Ihre Eltern, was sagen die dazu? Mein Vater sagt, von mir hätte das nicht. Mhm. Aber mein Merch trägt er trotzdem und meine Mami hat ihm den geschenkt. Also die stehen voll hinter mir. Die schämen sich nicht? Nö. Wofür denn? Naja, ich weiß nicht. Die Pornobranche. Was sagen Sie dazu? Frauenverachtend? Auf gar keinen Fall. Sie wissen ja, wie selbstbestimmt ich in meinem Beruf bin und deshalb kommen Sie auch damit klar. Mhm. Aber so allgemein, die Branche an sich, nicht Sie? Jede Branche, denke ich, hat ihre Schattenseiten und wenn man sich damit auskennt, dann kann man denen auch gut entkommen. Mhm. Mhm. Bist du dir für irgendwas zu schade? Definitiv, ja. Für was? Für Dinge, auf die ich keine Lust habe. Zum Beispiel? Zum Beispiel? Mhm. Ja, es gibt genug Anfragen, die reinkommen, wo ich sage, nee. Da habe ich keine Lust drauf, das möchte ich, dafür stehe ich nicht. Das gilt auch für diverse Filme. Was wäre denn so ein diverser Film? So ein diverser Film? Es kommt drauf an. Wenn mir die Rolle nicht gefällt, dann muss ich sie nicht spielen, oder? Gibt es da kein Beispiel? Nee, das hat jetzt nichts mit Freizügigkeit oder irgendwas zu tun. Aber es gibt einfach Sachen, wo vielleicht die Produktion für mich nicht so cool ist oder der Interviewer, die sage ich dann auch mal ab. Ah ja, der Interviewer. Ja, hast heute Glück gehabt. Heute hatte ich einen guten Tag. Na gut. So, du kamst hier vorhin schon rein am Handy, ja? Ich weiß nicht, hast du mich gesehen beim Reinkommen? Ich hatte, glaube ich, das Handy, ich habe nicht aufs Handy geschaut, aber... Das sah schon so aus, doch. Ja, ich habe tatsächlich... Handy, Donut? Nee. Ich habe mir gerade einen Muffin genommen, das war okay, den habt ihr mir angeboten. Mhm. Ich habe gar nicht so viel Screentime, wie man denkt am Tag. Wie viel hast du denn? Ich habe 3,5 bis 4 Stunden. Screentime am Tag? Mhm. Das geht ja noch, ne? Ja, ne? Dafür, dass ich auch eigentlich am Handy arbeite. Dann könnte man wieder sagen, sie arbeitet ja nie, ne? Naja, Pornodarstellerin, ich würde sagen, man... Du beschwerst dich da manchmal über anzügliche Nachrichten, Dickpics. Man muss doch irgendwie damit rechnen, oder nicht? Auf den dafür vorgesehenen Plattformen ist das absolut legitim. Aber wenn ich keine Kohle dafür bekomme, will ich auch kein Dickpic sehen. Aber für Instagram bekommst du Kohle? Nein, leider nicht. Deshalb, ich gehe da immer sehr offen mit um. Leider nicht. So, na gut. Auf solche Nachrichten reagiere ich dann aber auch nicht, außer mit einer Anzeige. Mit einer Anzeige, also direkt... Das ist ja alles. Muss sich ja nichts gefallen lassen und mit gutem Beispiel vorangehen. Mhm. Hast du eine Persönlichkeitsstörung und bist deswegen Schauspielerin? Ich habe auf jeden Fall so meine Störung, da rede ich auch sehr offen drüber. Also ich war früher magersüchtig, aber ich glaube, das habe ich nicht zur Schauspielerin gemacht. Das hat dich nicht zur Schauspielerin gemacht? Nö. So, was hat dich denn zur Schauspielerin gemacht?
Die Lust danach. Die Lust nach was? Die Lust, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und das zu verkörpern. Genau. Geld. Nee, eigentlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht. Ich habe ja damals mit 10 angefangen. Da war ich 10 Jahre alt, habe ich angefangen zu schauspielern. Nee, ich wollte einfach auf der Bühne stehen. Das war sehr cool. Aber es ist schon ein netter Nebeneffekt, das Geld. Ja, schon. Mhm. Okay. Aber ich würde mal sagen, Geld ist immer eigentlich gut. Weißt du, ich meine? Ja, also Geld hat eigentlich keine Wertung. Geld ist eine Energie. Geld ist gut. Nein, wenn du Geld einem schlechten Menschen gibst, gibt es mehr Schlechtes. Wenn du Geld einem guten Menschen gibst, mehr Gutes. Aber was ist denn eigentlich, es gibt doch nichts Schöneres, als mit der Tätigkeit, die man geil findet, Geld zu verdienen, davon leben zu können. Ich würde jetzt nicht behaupten, dass ich super reich bin, aber es reicht dafür, dass ich meine Wohnung bezahlen kann und mein Essen bezahlen kann und dass meine Eltern mich nicht unterstützen müssen. Es reicht fürs Leben, ja? Und ich lasse mich nicht unterbrechen. Leben, na gut. Würdest du dich selbst als eine selbstverliebte Narzisstin bezeichnen? Das ist ja schon in der Branche schon irgendwie bekannt. Im Gegenteil, ne? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Ich wünschte, ich hätte ein bisschen mehr Selbstliebe. Ja. Ja, Selbstverliebtheit und Selbstliebe, ist das Gleiche für dich? Nee, aber ich glaube, wenn man nicht genug Selbstliebe hat, dann kann man gar nicht ins Selbstverliebtsein übergehen. Mhm. Mhm. Wie sieht's aus mit dem Orgasmus? Ist der noch echt? Gibt's den überhaupt noch? Ist der gefaked? Immer gefaked? Der ist auf jeden Fall, wenn er da ist, ist er echt, aber ich komme nicht bei jedem Dreh. Also das wäre schön, wenn ich innerhalb von 10 Minuten kommen könnte. So ist mein Körper leider nicht ausgestattet, aber... Aha, na gut. Muss ja auch nicht. Also noch nie gefaked? Wenn jemand vor der Kamera, vor der Webcam beispielsweise sagt, kannst du so tun, als würdest du kommen, dann stöhne ich seinen Namen und dann bekomme ich ja Geld dafür in dem Moment, dann ist das okay für mich, aber ich würde jetzt niemandem sagen, so, ich komme jetzt für dich und dann passiert es nicht. Da habe ich ja gar nichts von. Die Männer kommen zu mir für ihren Orgasmus und nicht für meinen. Ja. Meinen, den bekomme ich von meinem Natürlich. Freund. Ich habe gedacht, es gibt nur einen Freund. Ja, andere Männer online. Ah, na gut. Na gut. Was sagen deine Freunde? Gibt's die? Ja, tatsächlich ja. Ja? Alles auch SchauspielerInnen? Nee, gar nicht, überhaupt nicht. Nee, ich habe eigentlich überhaupt keine Freunde, die dasselbe machen wie ich. Weil die Leute, die du am Set kennengelernt hast, dich nicht mögen? Doch, ich bin auch mit denen sehr gut befreundet. Ja. Aber ich rede halt auch gerne in meiner Freizeit nicht immer nur über meinen Job und bin da auch sehr dankbar für. Und deswegen habe ich auch Freunde, die mich eben nicht nur als Schauspielerin sehen, sondern als Mensch. Kam mir gerade anders vor. Ich habe mal gelesen, ganz privat, wer Pornos dreht, kann keine Feministin sein. Das sehe ich gänzlich anders. Also meine feministische Seite hat sich erst entwickelt, seit ich Pornos drehe, wirklich, weil ich mich gerade als Pornodarstellerin in der Verantwortung sehe, auch für Frauenrechte einzustehen. Und wie kommst du der Verantwortung nach? Indem ich Männer in meiner Webcam beispielsweise dazu erziehe, höflich zu Frauen zu sein, sonst kriegen sie auch einen Sack. Und meine Social-Media-Kanäle und meinen eigenen Podcast nutze ich dazu, um für Aufklärung zu sorgen und den Leuten einen Blick hinter die Kulissen zu gewähren. Hinter die Kulissen? Naja. Also Kulisse ist ja ein gutes Stichwort. Ich würde sagen, Sex ist nichts Intimes mehr für dich. Das ist falsch, da ich nur Sex mit meinem Freund habe, auch vorm Pornosdrehen nur hatte. Daran hat sich nichts geändert. Also klar, es ist was anderes, vor der Kamera Sex zu haben und ohne Kamera, aber da stehe ich auch ganz offen zu, das adressiere ich auch immer. Aber trotzdem, ja, ausschließlich. Das heißt, du bist treu? Ja, sehr. Eine Pornodarstellerin, die treu ist. Soll es geben. Und ich bin nicht die Einzige. Geht so viel mir kann jetzt ich nicht sagen. So leicht über die Zunge, muss ich sagen. Ja, ich weiß, das ist ein trauriges Vorurteil, aber ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch mit Gefühlen, mit einem großen Herz und ganz viel Liebe in mir. Gefühl, großes Herz und Liebe in dir. Na gut, okay, also Pornos, trotzdem Feministin, na gut. Sex ist intim. Mhm. Deine Eltern schämen sich nicht für dich und du bist treu. Also, kein Koks, ja? Nee. Bist dir für was zu schade? Nicht viel, aber schon ein bisschen was. Geld ist gut, aber nicht alles. Kein Lotterleben, Persönlichkeitsstörung, ja, aber geht noch? Ja, geht noch. Also, mir geht's gut. Na gut. Eigentlich muss ich sagen, Lisa, ganz sympathisch. Du hast die unangenehmen Fragen mit Bravour, hast du es gemeistert. Freue ich mich. Ein runder Applaus, vielleicht mal einmal.